Bist du nicht etwas dick angezogen für die Temperaturen? Was treibst du da eigentlich? Ich tau auf. Waren es die beiden? Nein. Wer dann? Wenn wir das wüssten. Wie war das Barbecue? Ganz toll. Leo musste weg und ich durfte meine Methode anwenden. Was? Und die beiden? Nein, sie sahen ein bisschen altertümlich aus. Würde mich mal bitte jemand aufklären? Ein Wächter des Lichts ist verschwunden. Daran ist vielleicht ein Wächter der Finsternis schuld. Nein, sein Gift wirkt nur sehr langsam. Der Wächter des Lichts ist schlagartig verschwunden. Der Ältestenrat fragt sich, was das bedeutet. Das hängt garantiert zusammen. Was denn? Diese Wesen aus dem Eis und sein Verschwinden. Wieso? Was für Eis? Die Hitzewelle, das Erdbeben, meine Träume. Es geht hier nicht nur um irgendein Wächter des Lichts. Ich moderiere morgen wohl besser nicht. Wir sollten unsere Sitzung auch verschieben. Sekunde. Moment mal. Das ist doch genau das, was wir in der Ehetherapie lernen sollen. Wann wir unser Privatleben zurückstellen müssen und wann nicht. Ein Wächter des Lichts wurde getötet. Das wissen wir nicht. Vielleicht hatte er einfach die Nase voll und ist untergetaucht. Wäre das möglich? Theoretisch schon. Wir müssen unser Leben besser managen, Leute. Dr. Berenson sagt, man macht sich zu oft unnötige Sorgen und gerät zu schnell in Panik. Das blockiert unser privates Glück. Wer will schon sein privates Glück aufs Spiel setzen? Also, dann müssen wir uns mit unserem Problem auseinandersetzen und behalten erstmal unseren Tagesablauf bei. Okay, Leo, du solltest dem Ältestenrat empfehlen, das Beamen zu verbieten, bis wir genau wissen, was los ist. Ja, gut. Ich komme dann in die Praxis. Okay, und sei pünktlich. Und wenn du jetzt beamst, ist das auch sicher? Keine unnötigen Sorgen, Piper. Phoebe! Hey, Phoebe! Hast du was gefunden, Paige? Ja, ich glaube, die Titanen. Die Titanen aus dem alten Griechenland? Jetzt fang nicht an zu spinnen. Doch, die Götter, die lebendig begraben wurden, um ihnen Einhalt zu gebieten. Okay. Wenn sie es sind, wie haben sie sich befreit? Und was wollen sie von den Wächtern des Lichts? Ich weiß nicht. Möglich, dass sie ihre Heilungskräfte brauchen oder sonst eine Magie. Ich weiß nur eins, das Beamen ist vorerst verboten. Wenn die Titanen also noch auf der Suche sind und einer würde... Oh, auf keinen Fall, Paige. Nein, niemals. Wieso nicht? Wenn ich recht habe, dann kommen sie direkt zu uns. Und das findest du wohl auch noch gut, was? Ja, ganz genau. Wenn du so willst, habe ich mich das ganze letzte Jahr gründlich auf sie vorbereitet. Ich habe Elixiere gemischt, die sogar noch stärker sind als das, mit dem die Quelle vernichtet wurde. Sehr schön. Und jetzt hör zu. Solange wir nicht wissen, wie mächtig sie wirklich sind, wirst du nicht den Köder spielen. Du vergisst nur eins. Da draußen laufen gefährliche Götter rum, die wir vernichten sollten, bevor White wieder da ist. Du bist gemein. Ich soll mich jetzt zwischen meiner Schwester und meinem Neffen entscheiden. Du hast einen Hang zur Dramatik. Ich habe einen Hang zur Dramatik? Ich will das jetzt ausprobieren. Also gut. Aber sei trotzdem sehr, sehr vorsichtig, ja? Jetzt pass auf. Ja. Nicht in die Augen sehen! Alles in Ordnung? Oh mein Gott, Paige!